Shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg. And bang your head and let it flow. Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg. Früher als gedacht melden wir von Shortleg uns mit diesem Podcast zurück. Grund ist natürlich das Coronavirus, das auch den Dartsport im Grunde komplett auf Eis legt. Da dachten wir uns, wir nehmen einfach mal eine Extra-Ausgabe auf, um euch und auch uns eine eventuelle Langeweile mal ein wenig zu nehmen. Das machen wir heute zum Thema Dart in den Medien mit einem Gast, der ja auch gerade genug Zeit hat. Die Rede ist von Sascha Wandermann. Hi Sascha. Hallo, grüßt euch. Schön, dass du dabei bist. Neben mir, Marvin van Boom, natürlich auch wieder unsere Stammbesetzung mit dabei. Das ist einmal mein Daten.de-Kollege Kevin Barth. Hi, Kevin. Hallo, Marvin. Und der Shorty, der hat auch Zeit. Hi, Shorty. Hallo, grüße euch zusammen. Ihr könnt den Podcast weiterhin hören auf verschiedenen Anbietern wie Spotify, Anchor, Mein Sport Podcast sowie auch Apple und Google Podcast. Ja, und heute widmen wir uns einem Thema, ja, das nicht zum aktuellen Geschehen passt, aber uns halt immer wieder beschäftigt, das Thema Dart in den Medien. Eine breite Thematik, die wir uns da heute mal ein bisschen widmen wollen. Starten wir mit dir, Sascha. Du bist ja ein Mann, der in vielen Sportarten unterwegs ist. Aber wann war eigentlich so der Punkt, wo du den Dartsport persönlich für dich als interessant und ernstzunehmenden Sport entdeckt hast? Oh, das ist relativ einfach zu beantworten. Das war eigentlich mit der ersten WM-Live-Übertragung von Sport 1 damals, beziehungsweise damals ja noch DSF heißend. Und so ging das bei mir eigentlich so los, dass ich gedacht habe, wow, geil, das mal so live zu sehen. Damals ja noch in etwas kleineren Gefilden. Aber das war eigentlich so der Startpunkt bei mir, dass ich das so richtig medial im Fernsehen wahrgenommen habe und ja, seitdem logischerweise nicht mehr davon losgekommen. Kevin, wie war dein erster Berührungspunkt von Dart in den Medien? Ja, es fußte so ein bisschen auf eine andere Sportart. Also damals noch großer Fußballfan gewesen und in der Winterpause auch beim DSF halt ein Hallenturnier geschaut, um die Winterpause zu überbrücken. Und dann hat es geheißen, und jetzt geht's weiter mit dem Finale der Dart-WM. Da habe ich gesagt, Mensch, die haben in der letzten Zeit so viel Dart gebracht, jetzt bleibe ich mal dran und guck mal, was da passiert, in Anführungsstrichen. Und mein Vater saß noch dabei, der Dart in den 90er Jahren in der Kneipe auch mal gespielt hat und mir dann halt auch so ein bisschen erklären konnte, was da passiert. Und ich habe halt sehr schnell gemerkt, hey, Schiedsrichter sagt die Punkte an und Kopfrechnen fand ich schon immer ganz gut und das ist ja eigentlich ganz ganz cool. Und ein Jahr später war dann WM 2007 mit dem legendären Finale Taylor van Barneveld, wo ich meinen ersten Fernseher im Zimmer hatte und dann abends die Eltern auch gesagt haben, mach was du willst, und es ist dann halt so gewesen, dass ich da dann intensiv ab diesem Zeitpunkt spätestens die Übertragungen dann verfolgt habe und mitgefiebert habe. Bei mir tatsächlich auch übers DSF natürlich, ich denke mal so, wie so viele von meiner oder unserer Generation. Ich glaube, damals war es auch tatsächlich das Finale von Barneveld-Taylor, wo ich zum ersten Mal ja so richtig vom Sport angefixt worden bin. In den Jahren danach war es dann manchmal so, dass ich abends reingeschaltet habe und dann wurde dann geredet von, ja, die Spiele der Mittagssession. Ich dachte mir, hä, die Mittagssession, welche Mittagssession? Ich habe keine gesehen, weil damals, glaube ich, noch nicht alle Sessions komplett übertragen worden sind. Und dann habe ich auch mal dann Internet gesucht, wie Mittagssession, Dart-WM, hä? Warum spielen die auch am Mittag? Ich dachte, die spielen nur abends. Und dann ist tatsächlich auch mein Weg ins Daten.de-Forum und dann später auf die Seite gekommen. Also das war so meine erste Berührung mit dem Dartsport. Shorty, du spielst Dart schon sehr, sehr lange. Aber wann war so für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, Dart scheint doch mehr Leute zu berühren, als du vielleicht erst gedacht hast? Nach meiner ersten WM quasi, als sie mit Ja quasi rübergegangen ist über DSF, ich glaube damals noch mit Dietmar Ernst, der dann als Bundestrainer quasi erklärt hat, was Dartsport ist, mit Elmar in den ersten Phasen da, und da habe ich ja dann quasi die Einladung bekommen, da
damals Nummer 1 in Deutschland gewesen, daran mal teilzunehmen. Und da habe ich dann meinem Sport beim Wachsen zusehen dürfen, quasi von Stunde 1. War ich die ersten beiden WMs noch in der legendären Circus Tavern. Das war eigentlich so eine riesige umgebaute Mehrzweckhalle auf einem Rasthof. Und das war einfach perfekt inszeniert. Immer randvoll, immer riesig, Randale, tolle Stimmung. Und es war eine riesen Inszenierung. Und dann kam eben der Ali Pelli dazu. Und da war dann Sport 1 schon mit im Boot und hat immer mehr ausgebaut. Und ja, so konnte ich quasi von Stunde 1 sehen, wie mein Sport Leute doch aus den verschiedensten Blickwinkeln irgendwie antörnt. Also entweder die Randale, die Verkleidung, die Selbstinszenierung. Der Sport an sich fesselt ein, die Charaktere, Geschwindigkeit, Mann gegen Mann, die ganzen kleinen Tricks. Je mehr man sich damit beschäftigt, die Wiederholungstäter, die ganzen Erfolgsgeschichten, die Tradition, alles klatscht so ineinander rein und der Sport hat es tatsächlich geschafft, in Deutschland eine Aufmerksamkeit zu erringen ohne deutsches Zugpferd. Wir brauchen heute überhaupt keinen deutschen Namen mehr, um eine Halle voll zu knallen, weil die Jungs sind einfach Selbstläufer. Also das ganze Produkt Darts ist einfach 13 Jahre später gigantisch und bringt mein Grinsen von linkem Ohr zum rechten Ohr. Marvin, wenn ich ganz kurz mal einhaken darf, mir ist gerade eingefallen, ich muss mich beim Kevin kurz bedanken für seine Geschichte rund um seinen ersten Bezug zum Darts in den Medien. Er hat mich auf den Gedanken gebracht, bin ja ein alter Mensch, deshalb kann ich mir sowas ja nicht merken, er hat mich auf den Gedanken gebracht, dass ich bei diesem Fußballturnier übrigens damals moderiert habe, bevor wir rübergeschaltet haben. Das, ja, genau so war das. Ich habe es mit Frank Buschmann gemacht. Ich war sozusagen, und danach sind wir in den VIP-Bereich gegangen, sozusagen von diesem Hallenturnier. Und da lief ganz groß dann nach unserem Fußball-Event auf der Leinwand Dart. Und dann wusste der Buschi sogar ein paar Sachen darüber und sagte, ja, guck mal da und der, und das ist doch der Weltmeister da. Und so, ja, jetzt kam es mir wieder in den Kopf. So hat es bei mir eigentlich genau angefangen, dass ich da zum ersten Mal so richtig kapiert habe, A, Sport, DSF überträgt das, und B, ist das geil. Ja, danke Kevin. Mal, ihr habt einen alten Mann die Festplatte wieder aufgemacht. Ja, Wahnsinn, da schließt sich doch der Kreis. Also jeder hat irgendwie so einen unterschiedlichen Punkt, aber DSF war halt damals, man kennt ja auch die Erzählung von Elmar, die ihn dann gefragt haben, hast du mal Bock, wir haben irgendwie die Rechte erworben, das zu machen. Und dann hat es irgendwie angefangen mit den ersten Meet the Power Events in Deutschland, auch schon Ewigkeiten gefühlt her, aber damit ging es los, Shorty, oder? Ja, absolut wahr. Und André und ich waren damals schon weit über 20 Jahre quasi Dartspieler. Also schön die Semi-Profi-Schiene, immer quasi für die Deutschland war immer das Aushängeschild. Nationalteam war das, was zu erreichen war. Das war dein Go. Und natürlich wollten wir uns in der Tabelle immer quasi abwechseln, 1 und 2 da, immer schön oben bleiben. Und dann kamen so diese Rumors auf, dass sie die PDC öffnen will und damit deutlich mehr Geld in die ganze Szene reinkommt. Und die Öffnung fand ich halt interessant, dass sie die ganzen Landesverbände angeschrieben haben weltweit und dann die Nummer 1 eingesammelt haben, um Qualität von Anfang an umsetzen zu wollen und da nicht große Auswahlkriterien und Qualifikationsturniere und hin und her, sondern haben sich halt an den Ranglisten bedient und dann große Offerten gemacht. Und das war natürlich für so einen Semi-Profi wie aus Deutschland, auf einen Schlag quasi das Zehnfache an Preisgeld zu verdienen, natürlich verlockend ohne Ende. Und so ging das hier quasi los, dass das Darts André und mich dazu bewogen hat, sagt, es gibt's doch gar nicht, dass irgendwer Eintritt für unseren Sport bezahlt. Und dann werden wir zu dem Meet the Power eingeladen, damals noch von Werner von Moltke und Ralf Rademacher, kommen da vor Ort und trauen unseren Augen nicht, dass diese Halle ruckzuck ausverkauft ist, als draußen Schlange gestanden wird für eine Karte für deinen Sport, den du schon über 20 Jahre quasi verteidigst gegen alle möglichen Anfeindungen, dass es doch gar kein Sport ist und niemanden das interessieren würde. Und auf einmal steht da so eine Halle wie der Tonnenhof in München, die Leute stehen an für deinen Sport und das hat dich unwahrscheinlich stolz gemacht und hat dich bewegt, aber du hast eigentlich nie so richtig dran geglaubt. Und was heute in meinem Sport los ist, ist einfach, macht mich immer wieder sprachlos. Wir sind immer noch in der Findungsphase, es ist immer noch kein Ende zu sehen, aber der Kalender ist einfach knackevoll. Also da bin ich immer noch, gibt es Möglichkeiten, noch breiter zu fächern. Aber gut, wir sind immer noch in der Aufbauphase, es fühlt sich einfach toll an, da zu spielen zurzeit. Es ist ja tatsächlich dann so gewesen, dass es gar nicht so schnell gegangen ist. Also natürlich waren da erstmal die TV-Übertragungen da,
Aber ich kann mich auch erinnern an Jahre wie 2007, 2008, wo Sport 1, DSF nur Zusammenfassungen mal eine Stunde von einem Major gezeigt hat, wo es bei uns im Daten.de-Forum auch ein Thema gab mit dem Namen Endlich wieder Dart beim DSF, also wo wir dann bestimmt ein Dreivierteljahr nichts gesehen haben. WM war immer ganz klar, das läuft, aber abgesehen davon war es in den ersten Jahren gab es immer wieder Momente, wo man dachte, na, wie lange werden sie es wohl noch zeigen, in Anführungsstrichen. Ich kann mich auch erinnern, bei der WM 2008, man hat kein einziges Bild vom deutschen Teilnehmer Michael Rosenauer gesehen. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, was ist denn da los? Mein Gefühl war so, ab 2010, 2011 hat das wirklich dazu geführt, dass es nach vorne ging, und spätestens als dann die European Tour kam, hat es, glaube ich, in Deutschland nochmal einen gewaltigen Schub gegeben. Ja gut, das hat ja auch mal ein bisschen damit zu tun, wie genau und wie gut berichtet sozusagen dann der Host-Broadcaster, ne? Also mit dem Engagement von Sky Sports in England, im Darts, mit Barry Hearn, mit der PDC, hat das natürlich einen ganz anderen medialen Stellenwert bekommen. Also sowohl von der Art und Weise, wie es produziert wird, eben dann auch in der Art und Weise, wie groß es produziert wird, also sprich auch, dass du irgendwann jedes Match überträgst live, das hat sich ja auch so ein bisschen aufgebaut, ne? Also das ist ja nicht etwas, was automatisch der Fall war. Ich meine, bei einer Fußball-Weltmeisterschaft hast du gefühlt in Deutschland, ohne es jetzt zu wissen, ich würde es mal behaupten und vermutlich liege ich richtig, hast du jetzt auch nicht jedes Spiel live gesehen, ne? Früher. Da hast du halt aus der Gruppe F irgendein Spiel von damals noch, sage ich jetzt mal, Jugoslawien, was es damals noch gab, gegen wen auch immer, hast du vermutlich auch nur Highlights gesehen, ne? Und so entwickelt sich das halt, und so hat es sich ja in jeder Sportart entwickelt, dass du halt viel mehr Fläche hast und der Zuschauer eben auch diese Fläche irgendwann sehen will. Also du willst halt auch als Darts-Fan sehen, was passiert eigentlich in der ersten Runde, auch wenn es theoretisch jetzt nicht das absolute Highlight-Match ist. Aber es gibt halt mittlerweile ein Interesse auch für diese Spiele. Und insofern hat sich das ja alles so ein bisschen angepasst, eben auch an das Verlangen der Zuschauer, speziell natürlich der TV-Zuschauer. Wie bekommt so ein Sender das mit? Also ich weiß, dass es natürlich Mails gibt von Zuschauern, aber ich denke immer, naja, wenn ich da jetzt eine Mail schreibe, viel bringen wird es ja nichts. Also was sind da deine Erfahrungen? Naja gut, also eine einzelne Mail bringt natürlich wenig, ist ja klar. Es geht ja letztlich darum, wie kriegt ein Sender mit, dass Quote gemacht wird? Also wie wächst sowas? Und natürlich hast du oder hättest du 2008, 2009 mit, sagen wir mal, jeder kompletten Session, die du übertragen hättest, das noch nicht geschafft, diese Quote in der Breite mitzunehmen. Und so hat sich das halt sukzessive aufgebaut. Und natürlich entwickelst du damit, glaube ich, auch immer das eine bedingt das andere. Also wenn du auf einmal merkst, okay, es gibt schon eine Klientel, die das gucken würde, und dann bietest du es auch an, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dem Zuschauer gegeben, überhaupt reinzugucken, ne? Also das ist ja immer so ein Babonspiel, und da darfst du es natürlich auch nicht overpacen, und da musst du dich so langsam rantasten. Und ich glaube, das ist etwas, was ja sowohl die PDC als auch dann letztlich in dem Fall als erster Sender DSF Sport 1 schon richtig gemacht hat, weil sie eben so ein bisschen auch mit diesem Zug mitgefahren sind, und der fuhr halt irgendwann immer schneller. Und jetzt hast du halt eigentlich jede Session, die komplett live übertragen wird. Und mehr kannst du ja auch zumindest von der WM nicht wollen. Du kannst als Fan, glaube ich, immer mehr wollen noch. Und jeder Fan, der irgendwie Darts liebt, der denkt sich, Mist, warum kommt eigentlich jedes Event im Live-TV, im Free-TV? Aber das ist ja dann irgendwann auch eine Frage von auch der Quote. Also du wirst natürlich auch nicht mit jedem Major-Turnier, so schön wie es ist, eine überragende Quote erzielen, nur weil es halt im Free-TV läuft. Da musst du halt auch mal aufpassen. Meistens schreien ja die alles sehen wollen, immer am lautesten, wenn dann irgendein Spiel nicht gezeigt wird. Aber es muss ja auch immer wirtschaftlich reinpassen. Also es ist ja jetzt auch nichts, was, egal wie der Sender heißt, sie zeigen das ja nicht, weil sie einfach nur Menschen glücklich machen wollen. Das ist dann der zweite Schritt, sondern in erster Linie ist es ein Geschäftsmodell und du musst Geld damit verdienen. Da muss das natürlich passen, sowohl die Quote als auch die Kohle, die du für Rechte ausgibst. Lass uns über die Berichterstattung reden. Die hat sich ja in den letzten Jahren auf jeden Fall
ja, auf jeden Fall sehr entwickelt. Sascha, wenn du deine Anfänge von Sport 1, Startübertragung mit denen in den letzten Jahren, wo du vor Ort warst, vergleichst, was sind da für dich so die Punkte, wo du sagst, ja, das ist jetzt komplett anders oder viel professioneller geworden als früher? Ja, ich glaube, dass du insgesamt natürlich auch gemerkt hast, in der Art und Weise, wie berichtet wurde, dass die Wertigkeit höher gestellt ist. Natürlich hast du in den Anfängen erstmal den Elmar in dem Fall bei der WM einfach nur kommentieren lassen. Da gab es keine Idee, das vielleicht noch redaktionell zu bespielen oder ein bisschen bunter zu gestalten. Das kam dann so im Laufe der Jahre, vielleicht sogar ein bisschen zu spät, finde ich. Da hätte man sogar früher schon mit anfangen können, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, weil du eben dann auch viel früher schon diese Figuren, diese Gesichter, diese Typen, und es gibt da genug, die total berichtenswert sind, die hättest du noch früher rausstellen können, aber das wurde ja immer mehr und immer mehr, und so hat sich das eigentlich gesteigert und auch, finde ich, in der Berichterstattung durchaus professioneller dargestellt. Und ich finde auch, dass die Berichterstattung sehr langsam, für mich auch zu langsam, aber sehr, sehr langsam trotzdem auch so in den richtigen Flow kommt. Es war halt über so viele Jahre hintereinander immer in den Medien dieser gleiche Trott. Ja, da sind sie wieder, die Verrückten im Alexandra Palace zum Beispiel, in der WM oder generell beim Darts. Ja, jetzt ziehen sich wieder die verrückten Klamotten an. Ja, es werden so und so viele Liter oder was auch immer Bier getrunken. Und was halt immer dann an Rekordzahlen da jedes Jahr in den Medien auftaucht. Das wird immer noch gemacht, finde ich. Es wird immer noch so dieses typische, ich nenne das mal den Super Bowl-Reflex, den gibt es auch im Super Bowl zum Beispiel immer noch, ne? Wie viel ein Werbespot kostet und so, das ist irgendwie das Nonplusultra bei der Berichterstattung jedes Jahr, aber es wurde schon professioneller insofern, als dass jetzt eben auch über den Sport und über die Typen mehr berichtet wird als früher und vielleicht auch über den Sport selber, also dass es auch die Sportart eine bessere, eine höhere Gewicht bekommt, und das ist mir schon aufgefallen. Aber es ist immer noch oft zu viel, finde ich, wie viel Bier wird da eigentlich getrunken. Das mag ich persönlich nicht mehr so gern, aber es ist deutlich weniger geworden, zumindest meinem Empfinden nach. Ich kann vielleicht das Ganze noch aus der Sicht des Radioautors, Radiojournalisten ergänzen, weil ich ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder versucht habe, gerade bei der WM, Dinge im Radio zu platzieren. Was noch nicht wirklich funktioniert, ist diese reine Sportberichterstattung. Es funktioniert nur, wenn es einen lokalen Bezug gibt, Stichwort Gabriel Clemens oder Kevin Münch damals, als er dann überraschend bei der WM Adrian Lewis geschlagen hat. Ansonsten wollen die Radiosender nach wie vor sehr bunte Beiträge, wo genau das in den Vordergrund gestellt wird, was für viele oberflächlich den Dartsport irgendwie ausmacht. Oder es muss eine besondere Geschichte sein, Beispiel Fallon Sherrock, wo mich dann der ORF bei der Weltmeisterschaft kontaktiert hat und gesagt hat, die spielt ja jetzt gegen den Suljovic. Kannst du uns vorher Töne besorgen? Habe ich gemacht. Und dann ist Suljovic rausgegangen und dann hieß es, wir nehmen auch nochmal Töne von ihr, weil sie ihn geschlagen hat und das so eine große Geschichte ist. Und dann hat das auch wieder funktioniert. Aber die ganz normale Sportberichterstattung ist in vielen Sendern noch nicht möglich, wobei es jetzt interessanterweise in den vergangenen Jahren auch schon mal so gewesen ist, dass ich tatsächlich in den Nachrichten, in den ganz normalen Radionachrichten auch mal als letzte Meldung gehört habe, die und die beiden Spieler haben das Finale der Dart-WM erreicht. Also es tut sich was, es tut sich aber in meinen Augen auch etwas deutlich zu langsam in dieser Schiene. Ich glaube schon, dass sich da auch generell was tut. Ich meine, vielleicht kennen das manche noch, manche ältere Leute in den Videotext zum Beispiel, da wurde vermehrt jetzt auch immer tatsächlich darüber berichtet, und selbst Geschichten wie, dass Max Hopp jetzt pfeifrisches Drüsenfieber hat, wurde da tatsächlich auch bekannt gegeben. Das sind Sachen, die hätte früher wahrscheinlich irgendwie ja keinen interessiert. Dass selbst sowas wird aktuell dann auch auf Bild kam, das, ich habe es als Push bekommen tatsächlich sogar vom Bild. Ja, gut, man bekommt vom Bild einige Push, aber da stand tatsächlich dann auch, dass Max diese Krankheit aktuell hat. Hat mich auch sehr überrascht, dass sowas jetzt so doch ja so interessant ist für ein breiteres Publikum. Shorty, du hast auch einige Jahre ja kommentiert und machst es ab und zu immer noch. Wie ist da für dich so der Wandel, auch als Kommentator im Dartsport?
Wandel, also ich habe ja immer den Aufbau mit begleitet und das war das Schöne, immer zu sehen, dass mehr Leute das durchdiskutieren und durch die alle sozialen Schichten, also dass man irgendwo erkannt wird, wenn man mit seinem Hund abends spazieren geht und irgendeiner ruft von der anderen Seite, ey Schotti, gestern das Spiel war riesig oder so Dinge, die einen irgendwie völlig wegflashen, weil man seinen Sport gar nicht so in diesen Ecken vermutet, sondern er ist in jeder Ecke eigentlich angekommen, hat sein Gutes und sein Schlechtes, also es ist immer so, dass wir in Deutschland immer noch nicht so akzeptieren, wenn es große gewachsene Konzerne sind, dass Darts eben nun mal was mit einer Kneipe zu tun hat. Und selbst wenn wir hier Biermarken angucken, die werben mit einem Lifestyle, die sich kein Biertrinker irgendwie leistet, in die Karibik zu fahren für eine Pulle Bags, da fällt mir einfach nichts zu ein. Das ist ein Irrsinn. Du hast diese Leute, die dir diese Rekordzahlen verschaffen, du willst aber eigentlich nicht mit denen brüsten. Ja, du hast Menschen, die 45 Minuten in Ruhe zu sehen sind im Fernsehen, eine Werbefläche haben, ein Potenzial, rechne das hoch mit einer Sekunde Werbezeit in fucking NFL-Football. Ja, also all diese Sachen, da ist noch so viel Potenzial in Deutschland, was einfach nicht entdeckt oder nur bedingt so in diesen neuen aufkommenden Startups und Communities, die diesen Lifestyle-Sport irgendwie, diese Verrücktheit lieben und genießen, dieses Mischmasch. Und da wird reingeworben mit Urban Brands, aber keine große Marke nimmt sich tatsächlich mal die Zeit und sagt, komm, wir bilden einen von A bis Z aus, wir machen ein Trainingscenter, da schreiben wir unseren Namen drauf, wir haben deutschlandweit 10.000 unter 18, die Darts trainieren in unserem Fitnesscenter XY. Unterstützt von XY. Nein, das hat einen Grundgedanken. Es ist eine Kneipensportart, die ist irgendwie schmutzig, da können wir nicht mit werben. Da kriegst du Pickel bei. In England kriegt jeder eine Farm, die für Vegetable Foods unterwegs ist und versucht, den Engländer gesünder zu ernähren, werbt mit Darts-Akademien, weil es da gang und gäbe ist, eine andere Kultur. Hier in Deutschland ist immer noch der große Geldgeber nicht daran interessiert, solange du nicht irgendwie aus dem Tennis, Golfsport oder sonst was kommt, so ein schöner Traditionssport, wie Dart auch ist, hat er trotzdem seine Wurzeln eben in der Kneipe. Und das ist in Deutschland in meinen Augen auch noch so ein Hemmschuh, um Sachen aufzubrechen. Da sind immer Individualisten, die sich durchsetzen, weil er gerade mal Marketingchef vom Bereich Nord, Süd, West, Ost ist, wird der und der gerade gesponsert oder der bekommt was, weil er auf den richtigen, gleichdenkenden Menschen trifft. Aber es ist immer noch keine breite Akzeptanz für Breitensport Darts, deswegen hapert es immer noch an der Basis und wir haben immer noch nur so 4, 5 aufstrebende Pilze, die versuchen sich da in diesem Schlachthof PDC durchzusetzen und ihr Teil abzukriegen. Aber wir haben keine Ausbildungsstätten, immer noch nichts. Und das ist nach 15 Jahren sollte da langsam mal irgendwo ein Faden gefunden werden. Shorty, da bin ich bei dir, dass es durchaus mal jemanden geben könnte. Und die Idee gab es ja auch schon und da gab es ja auch durchaus schon Firmen, ohne jetzt die Namen zu nennen, die sehr weit waren, was das betrifft, was du gerade zuletzt als Gedanken angesprochen hast. Mhm. Aber um nochmal zurückzukommen vielleicht auf diese Sponsoren, die natürlich vor allem aus dem Wettanbieterbereich momentan kommen bei der PDC. Und du hast es gerade angesprochen, natürlich wirst du momentan noch kein, sage jetzt mal, klassisches, ich nenne es jetzt mal eher so angestaubtes, auch wenn sie nicht angestaubt sind, aber eher von dem, was der Mensch da draußen so wahrnimmt, sind keine Startup-Unternehmen, wenn jetzt irgendwie ein großer deutscher Autohersteller, nur als Beispiel, wird halt momentan noch nicht um die Ecke kommen und sagen, boah, da gehe ich jetzt rein, weil du musst ja auch immer wissen, natürlich hast du recht, natürlich ist es eine unglaublich breite Zielgruppe, die Darts konsumiert, sonst wären die Hallen ja alle nicht voll, aber es muss ja immer eben auch zur Zielgruppe passen und da ist halt natürlich vieles nicht deckungsgleich, ne? Und das das ist etwas, was, glaube ich, der Dartsport als kleines Problem hat, wenn man das als Problem bezeichnen will, weil es gibt ja genügend andere Geldanbieter. Ich glaube, es wären andere Sportarten total happy, wenn diese ganzen Wettanbieter wie verrückt in diese ganzen Darts-Events reingehen würden. Die würden sich ja die Finger danach lecken, weil es gibt ja ein paar Sportarten, die sehr wettaffin sind. Ja? Ja. Darts ist natürlich, was das betrifft, top of the pops. Aber du siehst ja auch, finde ich, selbst in England auf der Insel, dass jetzt nicht die PDC die ganze Zeit um die Ecke kommt und sagt, boah, hier ist irgendwie Tesco oder was weiß ich jetzt, die große Supermarktkette und die machen da die große Musik mit Darts-Events. Also das ist ja immer ganz klar. Du machst eine Zielgruppenanalyse und wenn du dann rausfindest, okay, da gibt es halt von mir 7 Millionen Darts-Fans, aber die wenigsten davon sind halt die sich jetzt, keine Ahnung, ein großes Auto mit einem Stern vorne auf dem Kotflügel kaufen, dann ist es natürlich klar, dass die nicht reingehen. Das hat ja eher damit was zu tun und nicht damit zum Beispiel, dass die Sportart sich nicht entwickelt oder dass Menschen da vielleicht keinen guten Job machen, sondern das hat irgendwann, glaube ich, automatisch was damit zu tun, dass eben auch vielleicht Leute,
die aus einer ganz anderen, ich sag's jetzt mal, Gesellschaftsschicht kommen, ja, vielleicht auch sich noch mehr outen, zu sagen, ist das geil, das gucke ich, ja, wenn du so als, keine Ahnung, einen der bekanntesten Fans in Deutschland, den der Sport vielleicht hat, ist irgendwie so jemand wie Toni Kroos, glaube ich, weißt du, der sich die WM von vorne bis hinten reinnagelt, ja. Und sowas hilft halt, weil du dann auch ganz andere, vielleicht so Zielgruppen eröffnest, weil Leute das ganz anders wahrnehmen noch, also das ist jetzt nur mein komischer, schräger Gedankengang, aber ich glaube, es hat auch viel immer damit zu tun und nicht immer nur, dass jetzt, keine Ahnung, eine Firma das nicht unbedingt will, sondern die machen es eben da auch aus wirtschaftlichen Gedanken und aus keinen anderen Gedanken. Ich glaube schon auch, dass der typische Darts-Fan nicht der Akademiker Anfang 30 ist. Also das hat dann halt einfach auch Auswirkungen auf die Firmen, die sich da möglicherweise dafür interessieren. Es gibt Ausnahmen, ja, zum Beispiel, was da Gabriel Clemens im Saarland entgegengebracht wird, sponsoring-technisch, da ist, glaube ich, ein Autohaus dabei, da ist, was ist sein Hauptsponsor? Ich weiß es gar nicht genau. Userfarm hat ja auch schon. Ja, was tun die? Was tun die? Das war meine Frage. Nee, das ist super, dass sie es machen, aber das ist natürlich lokaler Bezug, den hast du ja eben schon mal angesprochen. Das ist ja total cool, dass das Saarland sagt oder Companies im Saarland sagen, hey, wir haben da einen Top-Sportler, der Junge, den wollen wir unterstützen und das machen wir und dann werden wir glaubwürdig und dann hat das so ein Gesamtpaket, was total schlüssig ist. Und das ist super, ja, aber das betrifft natürlich jetzt erstmal nur in dem Fall den Einzelsportler und nicht jetzt irgendwie ein großes Event. Also natürlich würden die auch im Saarland, Saarbrücken oder wo auch immer sicherlich dann sagen, pass auf, wir machen jetzt hier auch da ein Sponsoring, aber erstmal ist es natürlich etwas, was nur auf die Person bezogen ist. Da, glaube ich, ist es was anderes. Da ist es was anderes. Ich glaube, dass sicherlich der ein oder andere Profi, ohne es jetzt aufschlüsseln zu können, Verträge oder Sponsoring-Deals mit Companies hat, die jetzt so im großen Sponsoring bei den Events nicht auftauchen. Das glaube ich schon. Ja. Ich glaube, Fallon Sherrock ist das doch auch mit einer großen... das ist irgendwie so eine Finanzberatung oder so was Ähnliches, was sie da auch mit dabei hatten. Da wurde während der WM ein großer Sponsoring-Deal ausgehandelt. Also ich gebe dir recht, dass sich das momentan vor allem auf die Einzelpersonen bezieht und es einfach noch nicht die große Firma gibt, die weiterdenkt und sagt, wir müssen den Dartsport in Deutschland auf andere Beine stellen, kann aber noch kommen, aber hat natürlich immer was mit der Zielgruppe zu tun, da gebe ich dir völlig recht. Aber da bietet doch der Dartsport mit seinen Walk-on-Songs, den Nicknames und weiterem, sagen wir, Peter Wright ist ja ein Gesamtpaket, bestehend aus seiner Frisur, aus seinen Hosen, aus seinem Nickname und Walk-on-Song, da bietet doch eigentlich so der Dartsport mit seinen ganzen Facetten doch eigentlich gute Möglichkeiten, oder? Ja, er bietet gute Möglichkeiten. Es ist dann halt immer so die Frage, ja, was macht der einzelne Spieler daraus? Also du hast halt immer noch Leute, die nicht so Typen sind, wie es vielleicht Peter Wright ist, wobei Peter Wright ja auch in der, also wenn er nicht auf der Bühne ist, ja gar nicht so ausgeflippt oder wie auch immer ist. Ich glaube schon, dass da einige Spieler sich Gedanken machen müssten, wie sie so ein Potenzial besser rausbringen könnten. Paul Nicholson ist außerhalb der Bühne ja auch alles andere als ein Bad Guy, aber er hatte dieses Image und ich glaube, es hat marketingtechnisch für ihn gut funktioniert. Es geht jetzt nicht darum, sich irgendwie total zu verstellen, aber ich glaube, dass es schon Spieler gibt, die sich hinsetzen könnten und überlegen könnten, was kann ich tun, um gerade in so einem Einzelsport, wo es eben auch auf Persönlichkeiten ankommt, was kann ich tun, um da noch mehr Potenzial rauszuholen? Und da gehört für mich auch dazu, wie ich mit den Medien umgehe. Also da gibt es in meinen Augen auch Spieler in Deutschland, die da Dinge verschwenden, die bei denen es schwierig ist, ein Interview zu bekommen, die vor einer Weltmeisterschaft dann irgendwie 4 Wochen Mediensperre machen oder was weiß ich. Und das ist dann halt auch wieder etwas, wo sie sich halt fragen müssen, hey, wir sind hier nicht im Fußball, wir sind einfach momentan noch in einem Randsport, wo du einfach gucken musst, dass du dich irgendwie persönlich auch irgendwie in Licht gestellt kriegst, dass die Leute auch was von dir wollen. Ja, Kevin, aber das, was du gerade angesprochen hast, das hat ja auch zum Teil damit zu tun, dass viele der Sportler, Athleten
in dem Bereich einfach nicht professionell aufgestellt sind oder vielleicht auch noch nicht sein können aufgrund der Einnahmensituation. Das ist ja ein Baustein in dem Sport, der ja immer noch sehr, wie soll ich sagen, in den absoluten Kinderschuhen steckt. Ja, also sei es jetzt ein Managementsystem, also sei es, was die Manager betrifft, ja, sei es Sponsoring, sei es PR. Also wer von denen hat jetzt wirklich schon einen guten PR-Berater, sage ich mal, von den Sportlern als solches? Da gibt es ein paar, die da rumschwimmen, also, aber ansonsten ist das ja alles noch so, du, kannst du mir mal so ein bisschen mal hier das Management machen und du kannst doch und komm, mach mal mit. Und also das ist mir zum Beispiel, was das betrifft, noch nicht professionell genug. Und das führt natürlich auch dazu, dass diese Professionalität dann auch nicht eben auch medial nicht ankommt, weil es nicht diesen professionellen Output hat, den natürlich jetzt eine richtig gute PR-Maschine immer am Start haben könnte, weil sie einfach so vernetzt sind, dass da immer mehr rauskommt, als wenn das jetzt mal einer so ein bisschen mitmacht, der dir gleichzeitig auch noch irgendwie den Flug nach, weiß ich nicht, Hamburg bucht oder wohin auch immer, ja. Klar, also es ist auch, also auf der anderen Seite ist es halt auch als Journalist dann aber interessant, gerade mit Dartspielern zusammenzuarbeiten, finde ich jetzt, weil du da halt nicht diese glatt gebügelten Antworten kriegst. Du kriegst sie von Van Gerven, wo du immer weißt, was am Ende rauskommt, wenn du ihn interviewst. Du hast sie von Taylor gekriegt, aber alle anderen in meinen Augen sind aufgrund dessen, dass sie vielleicht medial nicht so geschult sind, immer wieder auch dafür gut, dir sehr, sehr interessante Dinge zu erzählen, wo du auch nochmal Bock hast auf ein Interview. Aber das mit Management, um das noch weiterzuspinnen, gebe ich dir total recht. Da gibt es dann halt auch Beispiele, ja, dass der Manager von Christian Bunse postet halt bei sich privat auf Facebook, dass Christian Bunse nicht Bunsenbrenner heißt. Auch wenn ihn jetzt Leute irgendwie so genannt haben und dass er bitte auch nicht so genannt werden möchte, wo ich dann halt denke, ja, aber was bringt es dir, wenn du das bei dir öffentlich auf Facebook postest? Das werden dann halt deine 500 Freunde lesen, aber es hat keinen Impact. Wenn du jetzt zum Beispiel zur größten deutschen Dart-Webseite gehen würdest und sagen würdest, könnt ihr nicht mal irgendwie entsprechend öffentlichkeitswirksam veröffentlichen, dass Christian Bunse nicht Bunsenbrenner heißt und wir vielleicht irgendwie einen Spitznamen einen anderen suchen oder was weiß ich, dann ist das wieder was völlig anderes. Aber das passiert dann eben nicht. Und er hat sich ja gemeldet. Ist ja auch also er hat ja, aber sich ist ja auch egal, oder? Also ganz ehrlich, das beste Beispiel ist doch weltweit Bastian Schweinsteiger. Da gab es früher mal die Geschichte, als er noch relativ jung war, irgendwann kam die Idee auf, vom Management, so nach dem Motto, wir wollen nicht, dass der Schweini genannt wird. Gab es eine Riesenkampagne, wurde überall angerufen, gefühlt wurde die Bild verdonnert, nie mehr Schweini zu schreiben. Das hat ihn einen feuchten Weiß ich nicht interessiert und weitergemacht. Und was ist er heute noch im Jahr 2020? Der Schweini. Ja, also und keiner hat was dagegen. Man nimmt den trotzdem als absoluten Heroen des deutschen Sports wahr und zack, bumm, aus. Na, okay, vielleicht findet das selber nicht so cool, das kann sein, aber Boris fand früher bumm, bumm, Boris vielleicht auch nicht so cool. Es entstehen halt so Dinge und da würde ich eher drauf arbeiten und sagen, pass auf, geil, dass da was entsteht in der Community. Die finden irgendwas cool an dem und wenn es nur der Name ist, aus dem du was machen kannst. Aber das ist doch eine Möglichkeit zu sagen, okay, der hat zumindest was, da kannst du mit starten. Und das würde ich eher sogar positiv sehen als negativ, auch wenn man es persönlich vielleicht im ersten Moment nicht so geil findet. Aber das hat ja was, das strahlt ja was aus. Also würde ich jetzt genau andersrum sehen, aber das ist jetzt meine ideale Meinung. Na ganz klar, also sagen wir mal so, also es ist, wo man sich vielleicht darauf einigen kann, es ist jetzt nicht optimal vermarktet. Also, dass ich entweder muss ich hingehen und irgendwie andere Wege finden, den Leuten zu zeigen, nennt ihn doch mal anders, oder ich muss die Chance darin erkennen, wie du das gerade gesagt hast. Aber keins von beidem passiert so richtig. Und das, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie eine Person hier oder so zu bashen oder was weiß ich. Das zeigt aber einfach auch, dass wir da noch einiges im Argen haben. Ja, wenn mich das Management von Mensur Suljovic anschreibt und zu mir sagt, ey, wieso hast du gerade getwittert, dass Mensur in einem Interview gesagt hat, was auch immer, irgendeine pikante Information, wo ich dann gesagt habe, Freunde, das Interview hat er nicht mit mir geführt, sondern mit Spox. Und ich habe halt getwittert, was ich aus diesem Interview gelesen habe, weil ich es interessant fand, dass diese Information öffentlich gemacht worden ist. Und dann bin ich davon ausgegangen, dass ich es twittern darf.
aber habe dann den Tweet natürlich gelöscht, weil ich gesagt habe, ich will keinen Ärger mit euch. Aber das sind dann halt auch so Dinge, wenn das Management nicht mitbekommt, was der Spieler macht und der Spieler sich dann dadurch vielleicht in Schwierigkeiten bringt, das sind auch Dinge, die gefühlt nur im Dartsport passieren. Nochmal aber Shorty zum Beispiel, Shorty, wenn ich einen Shorty mag, würde ich mal gerne fragen, weil der auch das so viel mitbekommen hat über die Jahre, auch immer an der Seite von Elmar. Was fehlt dir eigentlich so medial? Fehlt dir was medial, was den Dartsport betrifft? Also du hast eben schon mal sowas angeschnitten, aber da ging es ja eher jetzt auch so um Sponsoring und was vielleicht daraus entstehen könnte, wenn große Firmen vielleicht sagen, wir stellen das Ding nochmal anders auf. Aber fehlt dir sowas medial, wo du denkst, oder was du von Fans vielleicht auch hörst oder von Freunden und Kollegen? Ja, nee, so im Großen und Ganzen wird ja jetzt mittlerweile an der breiten Front alles abgedeckt, was da ist. Auch die Geschichten behind dem Spieler, dem Nickname oder den Avatar. Wieso ist halt der bunte Vogel auf der Bühne und der scheue Mann in der Scheune, der Eier sammelt. Das wird alles aufgearbeitet. Es gibt tonnenweise Geschichten. Also sind ja auch jetzt viele Webseiten und viele Selbstleute unterwegs, die bei der WM da nur in den Webseiten rumeiern, die dann da auch Geschichten an den Rand rauspieken, die Großen dann mit aufnehmen und auch noch mit rausbringen. Also ich finde nicht, dass da jetzt noch irgendeine beleuchtete Seite fehlt. Das Einzige, was mir fehlt, ist in Deutschland die Basis oder die Akzeptanz für den Stand des deutschen Dartsports, wo er gerade steckt und wo man ihn vielleicht noch mehr medial unterstützen könnte mit Streaming-Dingern oder über Übertragungen von nationalen Ausscheidungen. Den will ich erstmal zeigen, wie werde ich überhaupt gut genug, um mal an so einem PDC-Ausscheidungsturnier teilzunehmen. Diese Fläche vielleicht noch ein bisschen, aber da sind wir wieder bei der Basisarbeit. Also am Ende bin ich schon so weit gut angetan von dem, was ich mir visuell kriege auf jeden Fall. Aber so Podcasts und all diese ganzen selbsternannten Experten dieses Sports sind dann doch schon viel Aussiebarbeit auch. Ne? Ja, man, also ich finde halt, ich finde eigentlich nur diese mediale Aufmerksamkeit, sprich auch die TV-Zeiten, die der Sport bekommt, sind ja extrem gut. Also sei es jetzt mal Free-TV, Pay-TV, das eine bedingt ein bisschen das andere und du brauchst beides heutzutage, um in der Sportart abseits vom Fußball glücklich zu werden, glaube ich. Und um auch Fans damit glücklich machen zu können. Aber ich finde nach wie vor, das ist das Einzige, was mir noch so fehlt, dass der Sport es hinbekommt und dann natürlich in erster Linie von der PDC gesteuert, dass die Aufmerksamkeit übers Jahr gesehen einfach auch noch bei 2, 3 Turnieren noch höher ist. Also dass die Majors übers Jahr gesehen noch mehr in den Fokus rücken kannst, eben auch in Deutschland. Also natürlich ist ein Fokus da auf dem einen oder anderen großen Turnier. Natürlich gucken die Fans nach Blackpool zum Beispiel. Aber es ist natürlich so ein krasser Unterschied zu dieser WM. Und ich glaube, da musst du versuchen, noch ein bisschen, die WM funktioniert automatisch gefühlt. Da musst du fast gar nichts mehr machen. Ja. Und bei den anderen, glaube ich, da musst du ansetzen und die Wertigkeit noch höher rausarbeiten. Und das hat eben auch mit dieser Tour zu tun, die zwar, wie du eben schon gesagt hast, voll pickepacke voll im Kalender ist, aber das hilft den Spielern, ne? Das hilft vielen Spielern, weil sie davon leben können, mehr besser denn je, aber es hilft natürlich der Tour nicht, als dass sie eine andere Wertigkeit, also dass bestimmte Turniere noch eine höhere Wertigkeit bekommen. Ich glaube, das ist in Deutschland medial noch nicht so rausgearbeitet, also nur für auf dem deutschen Markt gesprochen. Klar, also ich sehe es auch, du kannst außerhalb der WM vielen Medien nicht so wirklich was anbieten. Da muss entweder ein Deutscher bei einem Turnier ganz, ganz weit kommen und ansonsten funktioniert es nicht, weil du den Leuten nicht so richtig erklären kannst, was ist das World Matchplay, was ist der World Grand Prix, das sind Turniere mit entsprechenden Eigenschaften. Da sind wir jetzt, glaube ich, im Spezialthemengebiet von Kollege Lutz Böckener von der Welt angekommen. Natürlich, ich bin auch der Meinung, dass du gewisse Turniere ein bisschen noch rausheben musst, dass vielleicht sowas entsteht wie die Grand Slams im Tennis, in Anführungsstrichen. Genau. Und da fehlt eben was. Ne? Ich bin aber genauso der Meinung, dass die deutschen Kollegen im TV noch ein bisschen was von den Englischen dann irgendwie auch lernen können, weil in England halt mit einem Wiedererkennungswert gearbeitet wird, der mir in Deutschland eben schon auch irgendwie gewisserweise fehlt. Klar, man hat auf den Kanälen The Zone und Sport1 Leute, die da regelmäßig sitzen, mit Elmar Paulke, mit Basti Schwele, aber bei den Experten versucht man eben auf Leute zu setzen, die aktuell spielen.
wo ich dann halt sage, ja, aber diese Leute können halt nur so lange da sitzen, bis sie nicht möglicherweise selber da oben auf der Bühne stehen. Und da vermisse ich so ein bisschen dieses Zurückerinnern daran, was man in Deutschland in der Vergangenheit an Spielern gehabt hat, die jetzt vielleicht aktuell der normale Dart-Fan nicht so richtig kennt. Aber wenn man damit früh genug angefangen hätte, dann hätte man sie dafür sensibilisieren können. Wir haben einen Bernd Hebecker, der dir, Sascha, wahrscheinlich nicht so viel sagt. Das ist der Mann, der 1993 als erster Deutscher an der WM teilgenommen hat. Der Mann ist Mitte 60, ist inzwischen in Ruhestand, kann aber wunderbar über diesen Sport erzählen und ist auch immer noch sehr nah am Geschehen dran. Warum setzt man den nicht da mal hin? Und wenn man früh genug angefangen hätte, die Leute für solche Menschen zu sensibilisieren, da müsste man jetzt nicht sagen, oh, Max Hopp muss ich da jetzt hinsetzen, sobald er aus dem Turnier ausgeschieden ist, Gabriel Clemens muss ich hinsetzen, sobald er aus dem Turnier ausgeschieden ist. Das sind so die Dinge, die mir ein bisschen fehlen, weil du in Sky, in ITV hast du halt Leute, die jetzt nicht mehr die Ambition haben, irgendwie bei der PDC vorne mitzuspielen und deswegen auch so Gesichter sind. Das hat mit Shorty auch jahrelang funktioniert, das hat mit Roland Scholten jahrelang funktioniert und jetzt machst du das aktuell so, dass du sagst, Hauptsache Dartspieler, Hauptsache aktuell halbwegs aktiv, setzen wir ihn dahin. Und das ist so etwas, was ich so ein bisschen kritisieren würde. Da würde ich dir recht geben. Also das ist ein guter Punkt für dich, der mich persönlich auch ein bisschen stört, weil ich auch diesen Wiedererkennungswert nicht so sehe. Und du hattest natürlich jetzt damals mit Elmar und Shorty so eine Kombo, jetzt aufs TV gesprochen natürlich, die extrem gut funktioniert hat, was aus verschiedenen Gründen eben dann leider nicht mehr so fortgesetzt werden konnte. Ich bin Fan davon, wenn ich mal eine Spielerstimme höre. Das finde ich gut. Ich glaube, das ist auch wichtig, dem Zuschauer mal zu zeigen und ihm mal wissen zu lassen, was ist eigentlich so das Befinden des Profis, was sind die Probleme, wie stellt sich die Tour dar, das mal so aus dem Inneren der Tour zu hören von einem Spieler selber. Aber eigentlich will ich als Konsument würde da auch viel lieber einen konstanten Experten sehen und hören wollen. Ja, also auch einer, der durchaus auch mal, wie wir das jetzt auch machen, ohne da jetzt irgendjemand zu bashen, sondern einfach auch mal ein paar Ideen, ein paar Themen mal reinhaut, mal ein bisschen kritisch draufhaut und mal sagt, pass mal auf, das und das geht nicht oder das finde ich super und da macht von mir aus auch die PDC Europe einen super Job, aber da könnte man das noch ein bisschen verbessern, dass einfach auch mehr Meinung noch in diesen Sport reinkommt. Das finde ich, glaube ich, wichtig und abgesehen, weil du das eben gesagt hast, ich bin jetzt nicht der Mensch, der in den Annalen grundsätzlich zu Hause ist, insofern, als dass ich mir hier 7 Bücher angucke, aber den Hebecker kenne ich natürlich insofern, als dass er, glaube ich, auch mal vor vielen, vielen Jahren auch mal DDV-Präsident war. Ne? Also sehr so gut. Gebildet bin ich dann auch nicht. Also ja. Nein, aber alles gut. Weiß, nein. Ja, wenn du mir jetzt noch das Ja sagen könntest. Jetzt klaust du mir meine Trivia-Frage, Kevin. Quatsch. Nein, es ist einfach, also Sport 1 oder The Zone hängt halt auch zu dicht dran an gewissen Organisationen, natürlich, weil sie die Übertragungsrechte und was weiß ich haben, aber Sport 1 würde halt nie auf die Idee kommen, irgendwie die PDC Europe für irgendwas zu kritisieren, weil da halt auch regelmäßig sich Werner von Moltke hinsetzt und dann in den TV-Übertragungen erzählt, dass bei der Premier League in Berlin garantiert ein deutscher Spieler dabei sein wird, wo ich mir dann halt so denke, wird er nicht, weil die Premier League in Berlin halt einfach im April stattfindet und dann die Challenger oder wie sie auch immer heißen, dann eben einfach nicht mehr da sind. Und da würde aber keiner drauf kommen, ihn jetzt irgendwie mal wieder einzufangen und zu sagen, hey, geht nicht, sondern oder stimmt nicht, sondern da wird halt einfach gesagt, die eine Krähe hackt der anderen irgendwie kein Auge aus. Es geht ja auch nicht darum, was weiß ich was, zu bashen, wie du das gerade auch schon gesagt hast, Sascha, aber gewisse Dinge sind halt in diesem System aktuell nicht möglich. Und das ist in anderen Sportarten halt nicht so. Also da wird dann auch mal kritisch über DFL und DFB oder was weiß ich was diskutiert, weil du da nicht Angst haben musst, dass dann irgendwann mal jemand vorbeikommt und sagt, ja, dann zeigen wir das halt nicht mehr bei euch, sondern dann geht's halt irgendwie zu einem anderen Anbieter oder was weiß ich. Also da sind mir die Brücken sind mir zu stark zwischen dem übertragenden Fernsehsender und der Organisation, die da dahinter steht.
Ja gut, das eine bedingt manchmal auch das andere. Das würde ich jetzt gar nicht so als Drama sehen. Das ist natürlich ist es so, dass Menschen auch dann irgendwann ihr Produkt verkaufen wollen. Das ist auch völlig legitim. Ich finde immer, das ist ja eine Möglichkeit für Sportarten, die nicht so auf dem medialen Zettel sind, eben laut zu sein. Auch mal einen rauszuhauen, auch mal frech zu sein. Ne? Das sage ich auch immer allen, keine Ahnung, beim Eishockey, beim Basketball, die dann immer so meinen, nein, wir müssen hier in unserer Blase und wir dürfen hier nicht und wir müssen uns alle gut verstehen und die Manager in der Liga dürfen sich nicht gegenseitig irgendwie auch mal ein paar Sprüche reinhauen, wie das in der Fußball-Bundesliga jedes Wochenende künstlich gemacht wird, damit eben Zeitungen was zu schreiben haben. Das ist ja zum Teil abgesprochen und das verstehen andere Sportarten nicht. Von daher finde ich, darf da ruhig auch mal ein bisschen was Kritisches rein. Das kommt aber natürlich auch so, das merkt man ja auch, wenn man ja vor Ort auch in England arbeitet. Auch da ist es ja sehr wichtig, dass das alles schön ohne großen Trouble abläuft. Ne? Sie wollen ja auch zum Beispiel, da merkt man halt so eine grundlegende Ausrichtung, im Normal will ja keiner den Verlierer interviewen. Ne? Das will ja auch die PDC meistens nicht, weil es soll halt immer nur diese Erfolgsstory erzählt werden. Wobei ich es manchmal total interessant finde, auch einen Verlierer zu hören, also losgelöst davon, ob es jetzt ein Deutscher ist oder ein anderer, einfach weil es dazugehört, finde ich. Ich möchte wissen, warum der eine gewonnen hat und ich möchte aber auch wissen, warum der andere es vielleicht an dem Tag nicht geschafft hat. Und da geht es ja gar nicht darum, dass man da irgendwie immer nur was Negatives draus strickt, sondern das muss normal sein. Und deshalb finde ich immer, Sportarten wie Darts dürfen nicht nur von den Zuschauern und in der Art und Weise, wie es sich bei einem Event darstellt, sondern auch von Protagonisten. Das darf ruhig auch mal laut sein und da darf auch ruhig mal, keine Ahnung, ein Adrian Lewis mal einen Post raushauen, der vielleicht der PDC nicht gefällt. Ja, im Zweifelsfall wird er bestraft, weil es irgendwo in den Regularien steht. Dann ist es okay, aber ich muss das nicht immer so künstlich dann alles, weiß ich nicht, so unter eine Decke schieben. Das wird der Sache nicht gerecht, schon gar nicht in unserer medialen Welt heute, wo sowieso jeder über Social Media gefühlt eher Bescheid weiß, als oder bevor es der Spieler oder das Management selber rausgehauen hat. Ja, lass uns doch reden über Dart im Free TV. Wie ihr schon gesagt habt, Sport 1 überträgt. Das World Series Event in Deutschland wurde in den letzten Jahren von ProSieben oder ProSieben Max übertragen. Jetzt werden die Rechte, ich glaube, 2021 neu verhandelt. Also müsste, glaube ich, 21, 22 müsste, glaube ich, so jetzt das Ende der aktuellen Rechteperiode sein. Ist die Frage, ob Sport 1 dann noch überträgt, weil DAZN dann natürlich bekanntlicherweise auch vom Geld her gut unterwegs ist, vielleicht keine Sublizenz mehr verteilt. Was haltet ihr davon? Also würde es für euch möglich sein, dass ist DAZN schon bereit, gar nicht mehr im Free-TV zu laufen, sondern nur noch im Stream, wie es zum Beispiel auch andere Sportarten machen? Sascha, du kennst dich ja auch aus, sowas Basketball, moderierst Basketball, Eishockey, die dann teilweise noch auf Sport 1 laufen mit ein paar Spielen, aber im größten Teil auf Magenta, wo man dann alle Spiele sehen kann. Ja, also ich habe da eigentlich schon seit längerem eine relativ klare Meinung. Ich behaupte mal, dass die meisten Sportarten, fast alle, irgendwann zwangsläufig in einer Art Pay-TV landen werden. Ich mag da auch nicht so diese negative Konnotation, die dabei ist, weil ich finde, das ist nun mal einfach das, wie heute sozusagen die Wirtschaft und auch die Medienwelt läuft. Es muss irgendwo finanziert werden. Wir haben eben darüber gesprochen, dass der Darts-Fan am besten alles sehen will, alles konsumieren will. Das kann er ja. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, ob er sich ein PDC-Abo holt oder eben ob er zu DAZN geht und eigentlich jedes Event auch sehen kann, zumindest die wichtigen Turniere. Und natürlich muss es refinanziert werden. Und das geht nun mal irgendwann auch nicht mehr nur über Werbung. Das muss man sich auch klar sagen. Ne? Also das, was wir eben angesprochen haben, die WM läuft für einen Sender wie Sport 1 mega gut, super. Aber natürlich ist es schon wieder ein dramatischer Unterschied, ob sie dann irgendwie ein anderes Event, sei es auch ein Major, übertragen und natürlich auch da vom Werbeinput deutlich weniger reinbekommen, als das bei einem WM-Turnier der Fall ist. Und dann musst du dir schon wieder die Frage stellen, okay, reicht es, um vielleicht auch mal wieder Kollegen vor Ort zu schicken oder übertrage ich es einfach nur mit dem Signal, was wir bekommen? Von daher glaube ich, dass es langfristig oder vielleicht nur mittelfristig, langfristig ist, glaube ich, das falsche Wort, mittelfristig wird es sicherlich auch da komplett im Pay-TV landen.
vielleicht immer mit einer Sublizenz, mit einer Kooperation, auch mit einem Free-TV-Sender, ob der dann weiterhin Sport 1 sein kann oder nicht, weiß ich jetzt nicht, dafür bin ich da auch nicht mehr so nah dran, aber natürlich wird Barry Hearn, der irgendwann auch nur darauf gucken muss, wie verkauft er sein Produkt, wie viel kann ich reinholen an Kohle, und dann wird es irgendwann natürlich Richtung Pay-TV gehen, aber bis jetzt ist die Partnerschaft, so höre ich das immer raus, zwischen Sport 1 und der PDC so gut und die Zahlen auch so gut, dass Barry Hearn bisher immer noch gesagt hat, mir ist dieses Pay-TV in Deutschland zwar wichtig, also der findet Pay-TV mega, das ist ja auch über seine Boxkämpfe gewachsen und über die anderen Sportarten, aber ich habe mit Free-TV halt eine unglaubliche Fläche. Und da ist natürlich immer die Frage, gibst du es an einen anderen Free-TV-Sender, ist die Frage, wie viel Fläche machen die? Also machen die auch jede Day und jede Night-Session. Da musst du halt gucken. Und dann hast du nachher am Schluss ein Zahlenwerk, was du deinen Sponsoren vorzeigen kannst. Und das war bisher das Fund, warum die Konstellation noch so ist, Free-TV, Pay-TV, wie sie aktuell ist. Ich bin schon auch der Meinung, dass vieles in Richtung Pay-TV gehen wird, aber weiß halt nicht, ob der Dartsport funktionieren würde, weiterhin so, wie er jetzt funktioniert, wenn zum Beispiel die WM dann auch komplett aus dem Free-TV verschwinden würde. Also so wie es aktuell ist, dass ich 3-4 Turniere im Jahr dann noch im Free-TV sehen kann, in einem Abstand von einigen Monaten, das finde ich schon gut, wie es ist, und egal was passiert, es wäre halt großartig, wenn am Ende des Jahres dieses Highlights, die WM, immer noch frei empfangbar wäre. Und man sieht es ja auch in anderen Sportarten, eine Eishockey-WM zum Beispiel gibt es ja dann auch noch im Free-TV, und die funktioniert, ohne mich jetzt damit weiter beschäftigt zu haben, funktioniert die ja auch sehr gut. Sascha kann, weiß ich nicht, inwiefern du das bestätigen kannst. Ja, kann ich bestätigen. Ja, und ich bin der Meinung, gut, The Zone macht ein großes Geheimnis um seine Quoten, aber ich bin der Meinung, dass The Zone in der Spitze und auch im Durchschnitt bei einer WM noch nicht so viele Leute erreicht, wie das aktuell bei Sport 1 der Fall ist. Und deswegen habe ich schon die Meinung, dass es 1-2 Turniere im Jahr geben sollte, die im Free-TV entsprechend empfangbar sind. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir dahin zurückkommen, dass ein Sender, der nicht Pay-TV ist, sich irgendwie komplette Rechte sichert. Das könnte nur passieren, wenn wir irgendwann eine riesige deutsche Erfolgsgeschichte hätten. Dann könnte ich mir vorstellen, dass mehr im Free-TV zu sehen ist, aber solange es die nicht gibt, kann ich mir schon auch vorstellen, dass wir noch ein bisschen mehr ins Pay-TV gehen, aber immer noch mit der Hoffnung, dass die WM weiterhin im Free-TV zu sehen ist. Also da würde ich dir ganz kurz noch, um da einzuhaken, da würde ich dir sogar noch widersprechen. Ich glaube, wenn es diese deutsche Geschichte gibt, die du gerade angesprochen hast, dann, glaube ich, spricht es umso mehr dafür, dass ein Pay-TV-Kanal drauf geht, weil dann natürlich einfach der Reiz noch viel größer ist für Leute zu sagen, okay, den will ich jetzt spielen sehen. Das ist anders als vor 30 Jahren. Ja klar, ich habe jetzt auch nicht jeden Kanal hier abonniert, aber ich glaube, das wäre eher der Reiz in die andere Richtung. Es hat The Zone ja einige Sportarten im Programm. Das hatte ich doch damals, wo ich dann vor Ort war, auch mal gesprochen, so wie ist eigentlich so der Stellenwert von Dart. Und da hat mich schon überrascht, dass Dart bei The Zone tatsächlich auch ungefähr auf eine Ebene mit Tennis gesetzt wird, wo ich jetzt persönlich gedacht hätte, okay, Tennis ist doch noch ein Sport, der vor allen Dingen ja aufgrund der Vergangenheit sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Sascha, du kommst ja aus dem Tennissport. Wie ist für dich so der Stellenwert von Dart im Vergleich auch zu anderen Sportarten? Zum Tennis, gut, ist ein Individualsportart. Das haben wir natürlich auch mancher Sportarten wie Basketball oder Eishockey. Wie ist da für dich so der Stellenwert von Dart? Im Vergleich zu allen anderen oder jetzt nur zum Tennis? Ruhig von allen. Also Tennis speziell als Vergleich zum Individualsportart, aber auch mancher Sportarten. Ich glaube, dass eine Sportart zum Beispiel wie Tennis eben diesen großen Vorteil hat. Jetzt hat Kevin ja eben auch nochmal gesagt, dass ich das als Idee auch kurz erklärt habe. Sie haben den großen Vorteil, dass sie eine klare Struktur in dieser Tour haben, dass diese 4 Turniere über allem stehen.
und dass diese Wertigkeit so hoch ist, dass dieser Sport eben auch in dem Fall auch im, zum Großteil im Free-TV funktioniert, obwohl auch das natürlich nur begrenztes Free-TV ist, was zum Beispiel Eurosport macht. Ein Turnier ist ja dann auch bei Sky mit Wimbledon von den vier großen Turnieren. Aber du hast natürlich einen Sender wie Eurosport, der unglaublich viel abdeckt und Fläche diesem Sport gibt. Das ist toll. Hilft aber übrigens jetzt auch nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, eine 500.000 Menschen wieder mehr in, als Mitglieder irgendwo im Deutschen Tennisbund vereint sind. Aber du hast eine Fläche, du hast aber auch nur begrenztes Pay-TV insofern, als dass Eurosport ja auch über Eurosport 2 viel von diesen Turnieren da ausstrahlt, was dann eben nicht frei zugänglich und empfänglich ist. Das musst du auch wieder abonnieren. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch so dieses Patentrezept für die Zukunft. Und da sind da ist eine Sportart wie Tennis schon relativ gut aufgestellt, finde ich, weil sie eben diese großen Sachen, diese großen Turniere zum Großteil im Free haben, dann ein bisschen Pay. Und wenn du mehr sehen willst, musst du halt noch ein Zusatzabo abschließen für einen kleinen Obolus im Monat oder im Jahr. Das ist okay, weil der es nicht machen will, der bekommt halt zumindest, sage ich mal, so eine Hauptspeise. Aber wenn du Vorspeise und Nachspeise auch noch haben willst, dann musst du die halt bezahlen. Ich weiß nicht, ob Darts jetzt da so grundsätzlich hinten dran steht. Ich glaube, dass sie auf einem sehr, sehr guten Level sind, was die Verbreitung betrifft. Es gibt Sportarten, die sind zu früh ins Pay-TV gegangen. Das war zum Beispiel mal Eishockey vor vielen, vielen Jahren. Mittlerweile, euer Telefon klingelt mittlerweile, also Sekretärin geht aber ran hier. Aber ich kann es nur so zusammenfassen, um zu sagen, ich glaube, jede Sportart muss dafür sich selber gucken. Ich würde gar nicht so diese Vergleiche ziehen, weil du brauchst ja immer auch, sagen wir mal, Zugmaschinen. Und in einigen Sportarten, wie zum Beispiel im Eishockey, hast du gar nicht so viel Zugmaschinen, weil es viel zu wenig Sportler gibt, die das ausüben. Wir haben, glaube ich, keine 40.000 Mitglieder in Deutschland in diesem Sport. Also wo willst du eigentlich so diese Zuschauer hernehmen, die es normalerweise selber spielen und sich sofort an die Glotze setzen und sagen, boah, jetzt gucke ich mir das mal an. Also da musst du ganz andere Ideen fahren, um so eine Sportart medial tauglich zu machen. Ich glaube, dass Darts so viel mitbringt per se als Sport, da musst du gar nicht mehr so viel machen und ich würde es nicht unbedingt vergleichen wollen mit anderen Sportarten. Ich glaube, dass die Zukunft eben heißen wird, Pay-TV und Free-TV in der Kombination. Und damit bist du, glaube ich, mit einem Sport wie Darts eigentlich super aufgestellt. Shorty, wo siehst du noch Potenzial? Also Darts ist schon noch eine Nische, das ist klar. Wie zum Beispiel auch vielleicht RAN NFL. Das ist ja auch eine Community, die sich da auch gut aufgebaut hat in den letzten Jahren. Siehst du noch Potenzial, dass da noch was geht? Brauchen wir wirklich diesen deutschen Top 16, Top 10 Spieler? Oder was denkst du, was noch möglich sein wird? Ja, am besten Grüppchen. Am besten Grüppchen davon, ja, dass die Jungs, die jetzt da unterwegs sind, sich da weiter festbeißen und ja, vielleicht noch ein bisschen mehr den Brückenschlag zum Mainstream, dass es eben nicht nur die Darts-WM im 4. oder 3. Januar gibt und dann ist nur unser Aushängeschild die Stimme für Darts, für Beschlag, den Raab und sonstige Spiele unterwegs, sondern ob man da nicht vielleicht auch irgendwie so eine Talkrunde, so eine NFL-Diskutierrunde, so was ist passiert die Woche, irgendwie so mit diesen Idealisten da reinbauen kann, weil ich glaube, mit diesem RAN-NFL hat es ja auch nicht anders angefangen, als das Ökonomisch dann da damit zukam und sie alle Sachen erstmal durchdiskutiert haben und dann mit ihren Live-Übertragungen ja auch nur Highlights setzen. Die Saison geht ja auch nicht über das ganze Jahr. Die packen das ja auch in ein paar Monate alles da rein und machen andere Formate. Ich denke, dass man da vielleicht auch einfach mal eine Talkrunde wie jeden Sonntag um 11 Uhr wird über Fußball geredet mit X-Experten. Und da bin ich dann wieder bei Kevin, dass man da eben halt altverdiente Leute wie eine, ja, Bernd Hebecker oder was weiß ich, was man da aus der Szene noch so kennt, an Andreas Kröckel und auch Leute, die ganz früher noch dabei waren, wie ein Abby Burke oder Jungs, die dich selber geprägt haben, da einfach Gehör finden, weil die diesen Sport schon bevor er im Fernsehen war, gespielt und gelebt haben und ja, ein paar Eindrücke und ein bisschen Expertenmeinung mal zu all den Sachen haben und da auch frech sein kann und sagen kann, mal, damals sind wir losgefahren, weil wir den Pokal haben wollten. Heute geht ihr doch gar nicht ans Board, wenn nicht vorher geklärt ist, wer euer T-Shirt bezahlt. Ja, also es ist irgendwie alles irgendwie eine veränderte Wahrnehmung und
da noch eine breitere Basis aufzubauen, wären vielleicht einfach Infoveranstaltungen, wo es nicht nur darauf ankommt, wer kämpft jetzt gegen wen, sondern wen, genauso wie wir das hier in diesem Podcast machen, wo wir mal so das ganze Grundgerüst ein bisschen mehr beleuchten und diesen ganzen Sportarten noch mehr Lobby geben, noch mehr Content, dass eben mehr Leute damit identifizieren können, dass Darts eben nicht nur zwei auf der Bühne sind, sondern eben ein echtes riesiges Programm Darts Sport an sich hat, was Sascha schon sagt, dass es eben viele, viele Leute ja schon eher heimlich irgendwie in ihrem Wohnzimmer spielen, aber das kannst du mit Eishockey halt nicht darstellen. Da kannst du nicht heimlich in deinem Wohnzimmer mal eben ein paar Bahnen spielen oder Torschüsse üben oder sowas. Aber Darts kann halt jeder sofort tun, sofort umsetzen und sich sofort in Konkurrenz setzen und da sein eigenes kleines Ich-Gefühl befriedigen. Also es erfordert wenig Raum und in jetzigen Zeiten ist es ideal. Du kannst dich online vergleichen. Also es ist ein Riesenraum da auch noch für diesen Online-Markt, dass man schlicht und einfach da noch irgendwelche Online-Wettbewerbe laufen lassen kann, die ja nun auch dasselbe sieht wie bei diesem den Brückenschlag dann da wieder zu diesen ganzen Online-Spielen, diese ganzen LAN-Partys und was sind das nicht für Milliardengeschäfte, wenn da diese Counter-Strike-Finals sind und so weiter und so fort. Ja, also das ist ja nicht weiter aufregend, ja, in dem Sinne. Nur wenn du dann auch mehr an den Charakteren, an den einzelnen Figuren arbeitest und dann Clans und Team bildest und all diese Geschichten einfach ein bisschen von den anderen Sportarten wieder mit abgucken, dann hättest du da auch noch einen Markt, den du vollends bedienen kannst. Und dann muss es nicht ein Peter Wright sein, da kannst du ja auch eine völlige Neugeburt hinlegen und was weiß ich. Den, keine Ahnung, Karlsruhe schlechter auf die Beine stellen, der gegen die Saarländer Fee kämpft oder weiß der Teufel. Aber es gibt Markt, ist ohne Ende da, nur die Individualisten fehlen noch. Die Jungs, die erstmal einfach Manpower da reinpacken, bevor sie sich Gedanken drüber machen, wer das alles bezahlt. Der Karlsruher Schlechter. Das, aber einen wichtigen Punkt finde ich übrigens auch, Schott, ihr habt es ja gerade gesagt, ich finde ja, dass Darts medial insofern echt gut funktioniert, weil sie auch für die Young Generation funktionieren. Also sprich, ich finde, was die PDC so online macht, im Social-Bereich macht, das ist ja schon echt gut. Also die ballern da ja raus ohne Ende. Die sind sehr früh da drauf gegangen. Die sind, keine Ahnung, mit einer guten Aufnahme bei einem großen Turnier oder wo auch immer, 20 Sekunden nachdem es passiert ist, steht es auf Social. Also da sind sie wirklich schnell. Ja. Und ich glaube, da musst du natürlich auch mal dran denken, weil wir immer sehr viel, das liegt dann natürlich auch daran, dass auch ich ein alter weißer Mann bin, ja, der da natürlich noch sehr, ich gucke schon nach vorne, ist mir ja klar, ich beschäftige mich auch damit, aber natürlich guckt man immer schnell, immer nur so nach Fernsehen. Das ist unglaublich wichtig. Ja, das ist immer noch eine ganz große Marke und ja, wir sind in Deutschland, was das betrifft, auch vielleicht noch ein bisschen hinterher, aber du musst natürlich gucken, wenn du auch siehst, was Sport 1 in diesem Jahr bei der WM an YouTube-Zuschauern hatte, ja, also wie viel YouTube geguckt haben im Vergleich auch zum TV, dann siehst du natürlich eine ganz signifikante Veränderung an dieser jungen Zielgruppe, die du auch brauchst, wieder für den Werbemarkt. Und da musst du natürlich auch dran denken, dass das funktioniert, dass du die Rechte jetzt nicht immer nur hast, weil du irgendwas klassisch im TV abbildest. Und es ist gar nicht mehr so unbedingt wichtig, dass du da 655 Stunden überträgst. Es ist schön für alle, die es gucken und dass wir über Weihnachten uns da auf die Couch legen und alles reinziehen können, ja. Aber der andere Markt sozusagen, der ist auch unglaublich wichtig zu bedienen. Und ich finde, dafür ist Darts eigentlich auch echt super Sport, ne, weil eine coole Aufnahme dauert irgendwie ein paar Sekunden und schon hast du die online. Das hast du nicht in jeder Sportart. Ne? Richtig. Genau, und diese eigenen Selbstläufer hier jetzt, die Bulls Challenge, die hat ja nun auch, jeder ist daran interessiert. Jeder macht es, jeder guckt nach. Mhm. Also es ist sehr schnell gemacht, du hast sie sehr schnell vereint und sehr schnelle Bewegung und du kannst dann eben ganz andere Strategien fahren und deswegen sage ich ja, diese Sachen zu so einem interaktiven Spiel, in dem du dich halt auch noch ein bisschen bewegst und das alles mit deiner eigenen Webcam abbildest und ja deiner eigenen, ja keine, was weiß ich, irgendein Fantasiemensch wird doch da sitzen und da irgendeine Geschichte drum basteln können. Der kleine Shorty geht in die Welt und am Ende ist er der König von Hamburg oder was weiß ich. Ja, was für ein Ziel du da auch haben kannst, wenn du eben Zelda spielst, weiß ich nicht, wirst du dann irgendwann König von Sagerland oder was? Kein Plan. Ich dachte, du bist der König von Bremen. Ja, ich bin ja eigentlich Bremerhavener, ne? Da bin ich ja schon die Königin, also von daher. Ach so, okay. Ja, ich bin Prinzessin. Multitasking, wisst ihr ja. Gut, nein, also ich finde, es gibt ja halt den Schlechter von Karlsruhe und der muss jetzt halt irgendwie absolut als Puppe dargestellt werden und das lege ich einfach mal in Kevins Hand, der kann das Ding freischnauze Formen mit Ton abbilden und dann haben wir ihn. Zack, die Puppe ist raus. Copyright bei Silo.
Oh Gott, oh Gott, okay. Ich werde drüber nachdenken. Ja, ich denke, wir haben einige Punkte gesammelt zu diesem Thema Daten in den Medien. Social Media auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, den du noch genannt hast, Sascha, der ja immer wichtiger wird, vor allem für die neue Generation. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Deutschen noch ein bisschen auch zurückhängen auf Twitter oder so im englischsprachigen Raum. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen ja weiter vorangetrieben. Instagram natürlich geht auch steil, das ist klar, aber ja, vielleicht können wir alle in den nächsten Wochen, Tagen, wo wir so viel Zeit haben, da mal vorbeischauen. Es gibt viele Challenges, die es da gibt, wie Trolli schon gesagt hat, die Free Bull Challenge. Dann haben einige Leute Klopapierrollen auf das Dartboard befestigt und dann in die Mitte geworfen. Also die Menschen find's das gut? Werden kreativ. Das ist nicht so meins. Ob ich es gut finde? Ja. Nee, ich kann es nicht mehr sehen. Ich würde es auch nicht treffen. Das glaube ich dir glatt übrigens. Da brauche ich keinen Test. Da muss mir kein Video von drehen. Das weiß ich, dass du das nicht triffst. Deswegen weiß ich auch, dass du das nicht gut findest. Wundert mich nicht, dass du das nicht gut findest. Ich treffe es ja selber auch nicht. Du auch offen zu. Würdest ja selbst die Free Bull Challenge gerade mal das Board treffen vielleicht. Boah, jetzt wird sich aber hier doch noch gebasht. Ja, ich hab's doch gesagt, der Schlechter von Karlsruhe. Er saugt alle schlechte Energie damit auf. Damit willst du jetzt aufhören. Okay, mutig, damit, mutig. Ja, ja. Mutig, also, ja. Keine Ahnung, wir können uns auch gerne auch mal online natürlich im Livestream challengen dann, weil es die Möglichkeit besteht. Also Marvin, wenn du möchtest, dass ich diesen Podcast über Social Media teile, dann solltest du vielleicht nochmal neu durch die Tür kommen. Da hast du eine kleine Chance. Ja, ich kann ja deine Fähigkeit als Moderator nochmal sehr hinausstellen, hervorstechen lassen, denn du bist ja so breit aufgestellt, du kannst dich ja quasi zu jedem Thema, zu jeder Sportart äußern und deswegen bist du auch immer ein sehr gern gesehener Gast hier in dieser Runde. Jetzt musst du kurz nochmal unter dir feucht durchwischen, da musst du mal kurz, da ist ein bisschen was runtergekommen. Er ist bestimmt auch buchbar, der Sascha, alle möglichen Dinge. Weil du ja sagtest, während der WM unser Budget würde nicht mehr ausreichen. Ne? Ist auch nicht billig. Ja. Du, mein Lieblingslied ist ja schon seit ich geboren bin, ist mein Lieblingslied von Pink Floyd Money. Also, ne, falls dir das was sagen darf. Nein, Quatsch. Deswegen. Also, wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass selbst in so einer schwierigen Situation aktuell man den Spaß und Humor auf jeden Fall nicht verlieren sollte. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Ich denke, das soll zu diesem Thema auch dann gewesen sein. Sascha, danke, dass du dabei warst, trotz des Bashings am Ende. Vielen lieben Dank, Sascha. Nee, danke euch. Und auch Shorty, dir natürlich danke fürs Dabeisein und Kevin auch. Wie immer, hat viel Spaß gemacht. Gerade so, ja. Und ja, ich kann nur sagen, bleibt alle gesund. Wir hoffen natürlich, dass die Pfeile bald wieder fliegen. Im April sieht es natürlich sehr schlecht aus, was Turniere angeht. Aber wir werden uns auf jeden Fall dann in Zukunft wieder melden, wenn es wieder heißt Shortleg, der Daten.de Podcast. Macht's gut. Ciao. Oh.